trainierte Oberkörper sind wir schließlich inzwischen gewohnt. Warum also nicht zur Abwechslung mal mit Modell Valentin die Herzallerliebste überraschen? Oder Glanz in den Schlafzimmeralltag bringen, goldig statt feingerippt. 46 Modelle mit spitzen Rüschen, Satin, purer Seide oder einfach einem Hauch von nichts. Spitzenjunge, kreiert von Robert Hebestreit in Berlin-Weißensee. Vor 3 Jahren schuf der 25-Jährige sein Label und lässt seitdem seiner Fantasie freien Lauf. Seine Hingucker für unten drunter, nicht nur gedacht für den Mann, der den Mann betören will. Wir waren auf der Venus und da waren 80% oder 90% einfach heterosexuelle Pärchen und Paare oder Männer. Die haben es gekauft und die haben es mit Leidenschaft gekauft. Und die Frauen haben gesagt, ey Schatzi, zieh das an, ich will dich darin mal sehen. Wir machen uns ja schließlich auch für dich hübsch, mach du doch das für uns auch. Und auch auf dem Laufsteg der Fashion Week findet diese geballte Männlichkeit Anklang. Die Auftragsbücher sind seitdem merklich gefüllt. Das Feedback war grandios. Also wir hatten viele Händler da, ob es jetzt unsere Einkäufer waren oder auch andere Leute, die einfach danach ankamen und sagten, ey, klasse, was ihr macht, haben wir noch nie gesehen, fanden das witzig. Und wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, sich aber nicht ganz an die Spitze traut, kann mit der Basic Line einsteigen und zumindest ein Statement abgeben. Aber eins ist doch klar, pures Testosteron reicht längst nicht mehr. Schließlich hat auch sie gern mal die Hosen an.